Ihr wollt, dass wir von Übermensch Audiobooks mehr Hörbücher zu diesem Thema hochladen? Dann lasst es uns mit einem Daumen hoch wissen. Oder interessiert ihr euch vielleicht für ein anderes Thema? Schreibt uns einen Kommentar. Jeden Samstag um 15 Uhr laden wir ein neues Hörbuch hoch. Also abonniert unseren Kanal, um immer up to date zu bleiben. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit dem neuen Hörbuch. Ab noch der Hinweis auf meinen MDD-Selbstmanagement-Workshop. MDD steht für Mach Dein Ding, mein Workshop für das Selbstmanagement in digitalen Zeiten. An zwei Tagen zeige ich dir, wie du die richtigen Prioritäten setzt, fokussierter arbeitest, deine Ziele wirklich erreichst und das alles natürlich auch mit den richtigen Tools direkt umsetzt. Alle weiteren Infos dazu findet ihr unter larsbobach.de/mdp. Herzlich willkommen zum Podcast Produktiv in digitalen Zeiten. Mein Name ist Lars Bobach. Ich gebe Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Heute habe ich einen super spannenden Interviewgast, nämlich Professor Jack Nasher. Hallo Jack. Hi Lars. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Habe ich das mit dem Nasher richtig gesagt oder ist es eher Nasher? Nasher. Okay. Eigentlich Nasher, ja, ist nämlich eigentlich kurioserweise ein afghanischer Name und wird Nasher ausgesprochen, aber Nasher kommt der Sache schon sehr nah. Okay. Ja, der Professor Jack Nasher, geboren 1979, studierte und lehrte an der Universität Oxford und wurde 2010 einer der jüngsten bayerischen Hochschulprofessoren, ne? Das ist mit knapp 30, Wahnsinn. An der Munich Business School bekleidet er den Lehrstuhl für Führung und Organisation. Seine Expertise heißt Menschen lesen und beeinflussen und seine drei letzten Bücher waren allesamt Spiegel-Bestseller und erschienen in mehr als ein halbes Dutzend Ländern, unter anderem China, Russland, Korea. Mein Lieblingsbuch von dir, Jack, ist Deal, die über Verhandlungstaktiken. Ich sage das mal, das ist wirklich ein Must-Read für jeden Unternehmer, jede Führungskraft, der mit Verhandlungen zu tun hat. Durchschaut fand ich auch super, das Buch, was hilft, Lügen aufzudecken, wobei ich da immer noch wahnsinnig schlecht bin. Und ich glaube, dein neuestes Buch heißt Überzeugt, ne? Ja, genau. Ja. Genau. Immer ein Wort, kann man sich besser merken. Ja, du hast ja immer Überzeugt. Ja, das ist ein bisschen kompliziert, weil die alle so ähnlich klingen. Ja, nee, also die ganzen Links kommen eh hier in den Artikel zu dem Podcast-Interview. Aber Überzeugt ist, wie man kompetent darstellen kann. Und da muss ich immer an meinen ersten Vertriebsmentor denken, der immer gesagt hat, Lars, das Wichtigste ist sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Genau. Aber wenn es nicht völlige Ahnungslosigkeit ist, schadet auch nicht. Ne? Also der Normalfall ist, dass man schon ein bisschen was weiß. Und vor allem, je mehr ich weiß, desto mehr kenne ich eben auch das, was ich nicht weiß. Ne? Das ist einfach so. Also je größer Experte ich bin, desto mehr weiß ich, was es noch so alles gibt, wovon ich keine Ahnung habe. Und das ist leider das Dilemma, dass gerade Leute, die eigentlich sich gut auskennen, immer bescheidener werden, und überhaupt nicht mehr sicher auftreten und deswegen ihre Kunden völlig verunsichern. Mhm. Und das ist im Prinzip einer der Aspekte, die ich geht es nicht darum, wie zeige ich das bei völliger Ahnungslosigkeit, sondern wie zeige ich es im Normalfall. Wie kann ich also in einem Meer von Unsicherheit sozusagen Sicherheit ausstrahlen? Okay. Ja, super interessant, werde ich auf jeden Fall lesen. Das kommt sofort auf meine Liste. Also wie gesagt, die anderen Bücher, die fand ich auch wirklich grandios. Das ist ein sehr, sehr schöner Schreibstil. Jetzt aber eine Frage mal vorab. Menschen lesen und beeinflussen heißt dein Thema. Jetzt meine Frage, kannst du irgendwelchen Menschen überhaupt noch offen und unvoreingenommen gegenübertreten? Naja, also jetzt eigentlich mehr denn je. Weißt du, wenn du Lügen nicht entlarven kannst, dann wirst du ja eigentlich viel misstrauischer, weil du nie weißt, und so war ich jedenfalls, ich bin also überhaupt kein Naturtalent im Lügen entlarven, sondern habe immer gedacht, stimmt das jetzt, stimmt das nicht? Also du wirst ja eigentlich viel misstrauischer, wenn du es gerade nicht kannst. Insofern ist es eigentlich, verschwindet das Misstrauen dadurch, wenn ich eher das Gefühl habe, dass ich weiß, wie Menschen ticken. Okay, erzähl uns mal kurz deinen Werdegang. Wie bist du denn zu so einem Experten in dem Bereich geworden? Was hast du studiert? Woher kommst du? Was treibt dich an? Was ist deine Leidenschaft dahinter? Ja, also ich habe eine Menge studiert. Ich habe Philosophie, Psychologie, Wirtschaft und Jura studiert und da kam das eben ganz gut zusammen. Ne? Gerade das Verhandeln, das habe ich eben dann auch unterrichtet und habe mich da halt wirklich also über 10 Jahre reingefuchst in jegliche Situationen. Ich war selber, mein Referendariat habe ich bei einer M&A-Kanzlei gemacht, habe es da mitbekommen, habe es bei der UN, habe ich
mein Referendariat auch gemacht teilweise, also schon sehr am Anfang. Ich wollte dann irgendwie eigentlich Diplomat werden und dann hatte ich was in Oxford bekommen zum Unterrichten. Also ich war da Tutor als Postdoc und das hat irgendwie Spaß gemacht und da habe ich mich einfach immer mehr reingefuchst und dann immer mehr Unternehmen auch begleitet parallel. Das ging dann wirklich gut Hand in Hand. Ja, und so kam das eigentlich. Also ich habe eigentlich richtige Arbeit immer erfolgreich vermieden sozusagen. Also ich bin immer noch an der Uni. Ja, das ist, ja. Okay, aber das ist ja jetzt hauptsächlich, hast du das für große Unternehmen gemacht, so für kleine mittelständische Unternehmen wie mich jetzt oder die Produktivität in digitalen Zeiten Community eher weniger, ne? Naja, mittelständische Unternehmen ist ja bis so 1 Milliarde Umsatz ungefähr. Das sind schon große Unternehmen. Ja, klar. Mittelständler in Deutschland. Mhm. Aber doch, also ich habe jetzt kein Einzelcoaching oder so gemacht, aber meine typischen Klienten sind tatsächlich Mittelständler. Es sind auch Großunternehmen, mittlerweile immer mehr Großunternehmen. Aber manchmal kommen auch kleine Unternehmen, die sagen, wir haben hier eine Verhandlung, die für uns wichtig ist, können Sie uns helfen? Und dann, das kostet, ich meine, gut, ich kann es dir sagen, es kostet 500 Euro die Stunde, ja, ganz, ganz simpel. Mhm. Und kann teilweise halt wirklich einen sehr großen Unterschied machen. Ne? Weil da geht es halt einfach um teilweise, auch wenn du einen wichtigen Deal machst, dann geht es halt, weiß ich mal um 30.000, 40.000. Mhm. Und da kann man schon mal sich zwei, drei Stunden nur leisten. Insofern, ja, es kommt eigentlich wirklich von allen Seiten. Irgendwelche Familienunternehmen, die Streit haben untereinander. Aber das ist toll an meinem Job, dass ich wirklich, also es gibt fast keinen Bereich, wo ich nicht war. Ja, jetzt war ich gerade dieses Jahr ganz komischerweise bei Versicherungen, bei ganz vielen großen deutschen Versicherern. Letztes Jahr war ich bei ganz vielen Pharmaunternehmen, Automobilbranche immer, Anwaltskanzleien, aber eben auch teilweise, ich wurde auch schon gebucht für Nachbarschaftsstreitereien. Okay. Ja. Also ich bin da ganz offen, ich bin ja immer froh, auch was Neues zu sehen und was Neues zu lernen, wobei Verhandeln immer das Gleiche ist, ganz egal, ob man um eine Erdnuss oder eine Airline verhandelt, die Techniken sind tatsächlich immer die gleichen. Dann gib uns mal deinen wichtigsten Verhandlungstipp. Der wichtigste Verhandlungstipp ist, oder einer der wichtigsten, bevor ich in die Verhandlung gehe, muss ich mich über meine Alternativen informieren. Viele machen das falsch und sagen, ach, ich gucke mal, wie es läuft und wenn das nicht klappt, dann gehe ich zu meiner Zweitwahl und dann zu meiner Drittwahl und so weiter. Das ist ganz falsch. Ich muss in meiner Drittwahl oder Fünftwahl, wenn ich eine habe, anfangen und mich dann hocharbeiten, die Liste. Ja, wenn ich es umgekehrt mache, dann bin ich ja immer abhängig. Dann bin ich beim ersten, denke, ach, hoffentlich klappt es. Und wenn das nicht klappt, dann bin ich beim zweiten, denke, Mist, beim ersten hat es schon nicht geklappt. Und wenn es jetzt auch nicht klappt, muss ich noch weiter runter. Wenn ich aber unten anfange und immer weiter hochgehe und dann praktisch schon ein paar Asse im Ärmel habe, also Alternativangebote, ob ich ein Auto kaufe, einen Gebrauchtwagen zum Beispiel, und gehe vorher zu meiner Dritt- und Viertwahl und dann erst zu meiner Erstwahl oder bei Jobs oder bei wichtigen Kunden, wenn ich nur gewisses Zeitlimit habe und nicht jeden Kunden bedienen kann. Also mit anderen Worten, die Liste hocharbeiten und nicht runter. Und also mit der Vorbereitung fängt sozusagen alles an da, ne? Genau, ja. Ist das auch der häufigste Fehler, den du so siehst, der in Verhandlungen gemacht wird? Es ist einer sicherlich der häufigsten Fehler, dass Leute sagen, ach, gehen mal hin und wenn das nicht klappt, dann gucken wir mal. Also mein größtes Beispiel war, als ich mal eine Öl- und Gasplattform gehandelt habe, da wurde ich nach Houston, Texas eingeflogen und sollte das Team vorbereiten und da ging es immerhin um knapp 500 Millionen Dollar und ich habe gefragt, ja, was ist, wenn wir die jetzt nicht kaufen von diesem Supplier? Und dann haben die gesagt, naja, dann gucken wir halt mal weiter, es ist jetzt zu komplex, das können wir ja nicht ausrechnen. Und die Antwort ist halt doch, das musst du sogar ausrechnen, weil ohne Alternative in der Verhandlung bin ich ja, da weiß ich ja gar nicht, wann ich aufstehe und gehe. Und viele, keine Ahnung, die machen das nach Bauchgefühl. Irgendwann steht sie auf und sagen, nee, dabei ist Blödsinn. Vielleicht wäre es trotzdem ein guter Deal. Ja? Oder vielleicht hätten sie noch mehr rausholen können und so weiter. Das muss ich vorher, bevor ich in die Verhandlung gehe, ganz genau wissen. Hast du denn so eine Charaktereigenschaft, aus deiner Sicht einen guten Verhandler ausmacht? Naja, Charaktereigenschaft würde ich nicht sagen, weil dann würde es ja ganz klar schlechte und gute Verhandler geben. Mein Charakter kann ich ja nicht so schnell ändern. Aber meine Erfahrung ist, und ich merke das bei meinen Verhandlungstrainings, nach 2 Tagen gibt es schon erhebliche Unterschiede. Leute, die wirklich schlecht waren am Anfang, werden gut. Und daran sehe ich, dass gute Verhandler werden nicht geboren, sondern die werden gemacht. Also natürlich hilft es, wie bei allem im Leben, Talent zu haben. Das spart eine Menge Zeit, aber es muss nicht sein. Okay. Ein wichtiges Thema bei Verhandlungen ist ja dann auch, zu sehen, ob dein Gegenüber lügt, ne? Woran erkenne ich das denn? Was ist denn so ein Hinweis, woran ich erkennen kann, boah, jetzt wird hier gerade geblufft? Naja,
Also es gibt Lügenmerkmale, die typisch sind, und die leichtesten sind eigentlich Angst und Schuld, unpassend zu sehen. Also wenn du siehst, jemand dein Gegenüber fühlt Angst oder Schuld und es gibt eigentlich keinen Grund dafür, dann hast du einen sehr, sehr guten Anhaltspunkt. Das ist kurios, dass Menschen sogar das fühlen, wenn es um Business geht. Warum Angst, Schuld? Das sind ja sehr fast intime Gefühle, aber es ist so. Und woran siehst du jetzt Angst? Naja, ich muss dir eigentlich gar nicht sagen, weil jeder Mensch weiß es. Instinktiv. Ja, man verwirrt einen eher. Das ist meine Erfahrung. Wenn ich das meinen Leuten, meinen Seminarteilnehmern sage, verwirre ich sie fast eher, weil sie es natürlicherweise. Sie können, wenn ich jetzt ein Video zeige, dann siehst du sofort, der hat Angst oder nicht. Du siehst dann aufgerissenen Augen, Mundwinkel nach hinten, die Sprache wird höher, stockend, Wiederholungen, Stottern und so weiter. Ja, wenn diese Merkmale, leicht aufgerissene Augen als kurzen Mikroausdruck, das heißt ganz kurz, wenn du das siehst, dann, und das siehst du auch, wenn jemand blufft, das siehst du auch, aber wie gesagt, unpassend. Wenn es darum geht, dass er sonst den Auftrag verliert, dann ist es halt nicht unpassend. Also es muss schon in dem Moment, wie du genau fragst und nach was du wann genau Ausschau hältst, das kann ich so schnell nicht erklären. Das sind nämlich tatsächlich Techniken, die man zusammen üben muss. Und übrigens kurz noch, Schuld siehst du am traurigen Gesichtsausdruck. Schuld sieht aus wie Trauer. Das ist ganz leicht zu sehen. Aber da muss man doch eine sehr gute Beobachtungsgabe haben. Oder ist deine Erfahrung, dass das wirklich jemand, also ich habe ja das Buch gelesen und ich ertappe mich dabei, oder ich nicht ertappe mich, ich kriege es einfach nicht hin. Ich sitze in Verhandlungen und dann fällt mir hinter einer, hättest du jetzt mal gucken können. Oder beim Bewerbungsgespräch zum Beispiel. Ne? Ist das ja auch immer, da will man ja auch nicht angelogen werden. Ne? Ja klar, das ist halt das Problem, muss ich sagen. Das war auch Problem von meinen, damals habe ich Seminare zum Thema Lügen entlarven gegeben, dass die Leute rausgegangen sind und irgendwie, es war so viel Info, aber es ist echt schwer umzusetzen. Und genau deswegen habe ich das vereinfacht. Ich habe das System vereinfacht. Das ist jetzt Teil meines Verhandlungstrainings. Es gibt einfach ein paar Fragen, die nämlich die typischen Lügen einer Verhandlung. Was sind die typischen Lügen? Eben die Alternative. Ja, wenn ich sie nicht nehme, ich habe drei andere. Stimmt das? Wie weit gehen die anderen? Oder wenn der sagt, ich habe gerade eben mit einem Unternehmen gesprochen, die genau darauf ein Seminar haben wollen. Wenn der andere sagt, nee, dann nehmen wir sie nicht. Ja? Stimmt das? Stimmt das nicht? Und da ist die Frage, was stelle ich für Fragen und nach was halte ich Ausschau? Das heißt, man vereinfacht es, auf wenige Fragen runterbrechen und dann geht es nämlich. Dann kann man es. Okay, das ist ein guter Tipp, auf wenige Fragen das Ganze runterbrechen. Was bei mir wirklich bei Bewerbungsgesprächen da wahnsinnig hilft, ist, wenn ich nicht alleine bin, sondern jemand anders auch teilweise die Fragen stellen lasse und ich mich so ein bisschen in diese Beobachterposition zurückziehe, da habe ich auch ein viel besseres Gefühl, was den Menschen ausmacht, und da kann man auch solche Sachen, glaube ich, dann besser erkennen. Ja. Wenn man sich nicht selber die ganze Zeit überlegen muss, was frage ich ihn als nächstes. Aber es ist tatsächlich so. Ne? Ich merke auch, wenn ich zu viel weiß, ja, dann kann das auch behindern. Ja? Das heißt, deswegen ist die Vereinfachung für mich sehr wichtig. Beim Thema, wenn ich das Menschen beibringe, wie sie Lügen entlarven, ist wirklich weniger mehr. Wenn du das ganze Buch liest, das ist nett und durchschaut, da sind fast 1000 Fußnoten mit, da ist wirklich alle Erkenntnis sozusagen, oder entlarvt ist noch aktueller, ist noch besser. Aber was bleibt am Ende? Und dafür sind die Seminare so wichtig, weil viele sagen, ey, warum soll ich ins Training gehen? Steht doch alles im Buch. Ja, stimmt, aber es gibt einen riesen Unterschied zwischen kennen und können. Mhm. Ja, das ist nicht einfach nur bla bla, sondern die Transfer, Sachen zu können, ist einfach was völlig anderes. Absolut, gebe ich dir recht. Sehe ich ja in meinen Selbstmanagement-Seminaren genauso. Ne? Steht alles im Prinzip bei mir auch auf meinem Blog, aber im Training dann, im Workshop, ne, im Seminar, kommt das dann ganz anders rüber, weil man dann wirklich ins Handeln, ins Tun kommt, direkt Feedback bekommt und so. Das ist natürlich was anderes. Jetzt nochmal aber mit dem Lügen, was mich ja natürlich als Unternehmer, ich habe wahnsinnig viele Bewerbungsgespräche. Was würdest du denn sagen, was wäre denn da so eine Frage, wo ich sagen kann, das ist eine gute Frage, um eine Lüge zu entlarven? Ja, das ist... Jetzt zum Beispiel, was den Lebenslauf angeht. Ja. Ne, da kann ja oftmals vielleicht ein bisschen geschönt werden, sage ich mal. Ja, also als Beispiel, es gibt die sogenannte Reflexfrage. Das heißt, also die Sache ist immer die, einer, der lügt, reagiert anders als einer, der nicht lügt. Ja? Das heißt, du musst auf sein Gesicht schauen und in dem Moment, in dem du die Frage stellst, musst du genau seine Reaktion dir anschauen. Ja? Mhm. Als Beispiel... Jetzt in diesem Beispiel, du hast einen Stellenbewerber vor dir und du denkst, puh, also ob der CV so stimmt, ob da nicht ein bisschen übertrieben ist oder so. Und dann könntest du zum Beispiel einwerfen, dass du ja sowieso noch mit dem
Geschäftsführer oder sowieso nochmal sprechen wirst mit dem HR-Mann von dem anderen Unternehmen beispielsweise. Du hast einen Telefontermin sowieso mit ihm am nächsten Tag oder du rufst ihn nochmal an. Oder du fragst einfach noch Kontakt zum alten Chef. Ja, so eine einfache Frage, man nennt das Reflexfrage, und du schaust also, wird er nervös? Dann stimmt irgendwas nicht? Oder ist er relaxed und fragt, ja, war schön, okay, ja, netter Kerl, grüßen Sie ihn von mir. So eine einfache Sache. Ja, ja, ich habe bei so Bewerbungsgesprächen, ich stelle immer, ich sag sowas sogar immer, ich rufe bei Ihrem letzten Chef an, was wird der denn über Sie erzählen? Und ja, da, pass auf, aber genau, das ganz kurz nur, das ist eben die Sache. Es geht nur um die Reaktion. Schau dir das Gesicht an und schau einfach, sag das, mach eine Pause und guck einfach in dieser ersten Sekunde, wie er reagiert. Und das sagt dir schon fast alles. Weil Leute können sehr gut verbal lügen. Da können sie dir irgendwas erzählen. Ja, gerade kluge Leute. Also intelligente Menschen können das noch besser. Aber schau dir einfach nur das Gesicht in einer Sekunde an. Siehst du da ganz kurz Angst? Siehst du ganz kurz Schuld oder Stress oder nicht? Mhm. Super. Aber, genau, ja. Muss ich probieren. Also ich bin mal, das ist echt noch ein guter Hinweis, das werde ich auf jeden Fall mal testen. Ne? Also da habe ich ja genug Chancen immer zu, weil ich ja, wie gesagt, viele Bewerbungsgespräche habe. Jetzt aber mal mit diesem Bluff in der Kompetenz, da möchte ich gerne nochmal drauf eingehen. Da hast du ja eben gesagt, dass es gar nicht mehr so darum geht, sich jetzt bei völliger Ahnungslosigkeit irgendwie sicher aufzutreten, sondern dass je mehr man weiß, desto unsicherer tritt man im Prinzip auf. Was ist denn da dein Tipp? Was kann ich denn da machen, um sicher aufzutreten? Naja, also ich habe jetzt ja 250 Seiten dazu geschrieben. Das ist, also ich würde es ja gern so schnell erklären, aber... Ja, ich muss ja sowas fragen. Ja, ist schon klar, du willst natürlich schnell wissen. Aber hier ist es halt tatsächlich so, wenn du... Also... Wie zeige ich Kompetenz? Also eine Sache, wie du vorhin schon selber gesagt hast, ist, dass ich Sicherheit zeige, dass ich Zuversicht und Sicherheit zeige. Denn ein Kunde, wenn er sich an mich wendet, dann möchte er erstmal ein Problem gelöst haben. Und so viele Verkäufer schüren noch die Angst und sagen, ah, das ist schwer und das ist schwer, eieieiei. Das ist furchtbar. Ja, das ist so, wie wenn ich bin früher ich hatte so einen alten Rover zum Automechaniker und das Erste, was der gemacht hat, immer den Kopf geschüttelt, eine halbe Stunde und gesagt, oh, das wird echt, ja. Und dann hat er es natürlich immer irgendwie hinbekommen, also war immer ein anderer, weil ich immer zum anderen gegangen bin, weil ich mich eben so schlecht gefühlt habe, ja, es ging immer irgendwie, aber hätte der gesagt, hier, passen Sie auf, kommen Sie morgen um 12, der Wagen wird tipptopp, nie ein Kätzchen schnurren, ja, und wenn mir jemand so ein schönes Gefühl gibt und sogar im schlimmsten Fall, wenn es nicht geklappt hätte, weil gesagt hat, da fehlt ein Teil, was wir nicht haben, oder so, hätte ich gesagt, okay, aber Menschen sind sehr dankbar, wenn andere, gerade in dem Moment, in dem sie diese Angst haben, weil ich habe ja immer Angst in dem Moment, in dem ich jemandem anvertraue. Denn das ist die größte Motivation bei einer Entscheidung, ist die Angst, einen Fehler zu vermeiden. Ja? Menschen wählen nicht das, was sie am liebsten haben, sondern das, was sie am wenigsten fürchten. Mhm. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, wenn ich Menschen überzeugen möchte von mir, wenn ich Menschen von meiner Kompetenz überzeugen möchte, und darum geht es in diesem Buch, und wenn ich auch was verkaufen will oder in der Verhandlung, ja, wir überschätzen die Wichtigkeit von Preis. Viel wichtiger für Menschen ist, dass er denkt, boah, wenn ich den nehme, habe ich ein Problem weniger. Mhm. Der kümmert sich, der versteht mich und der gibt mir Zuversicht. Ja, dann bin ich nämlich Teil der Lösung und nicht mehr Teil des Problems. Und das ist das Interessante. Experimente, die ich im Buch schildere, haben gezeigt, dass sogar bei Totalversagen wird man immer noch beliebter und als kompetenter wahrgenommen, als wenn man also vorher gesagt hat, es wird super und es ist total beschissen geworden auf gut Deutsch, dann wurde man immer noch besser bewertet, als wenn man das miserable Ergebnis akkurat vorhergesagt hätte. Das ist interessant. Das ist aber genau die gleiche Erfahrung habe ich auch mit meinen Verkäufern in meinem Betrieb, wo wir ja feuchte Keller abgedichtet haben. Da waren auch immer ich habe gesagt, ihr müsst so wenig über das, was wir tun, wissen, sondern ihr sollt nur wirklich das Problem des Kunden erkennen und lösen. Ne? Und wenn ich dann Leute hatte, so ich habe immer gesagt, Fachidiot schlägt Kunden tot, ne? Der dann runtergekommen ist und überall nur Probleme gesehen hat im Keller und hat gesagt, oh, das wird schwierig hier, das wird schwierig da, haben wir den Kunden sofort verloren. Wenn aber einer runterkommt und sagt, den Kunden an die Hand nimmt und sagt, ihr größtes Problem hier unten ist, sie haben, was weiß ich, Sorge, dass ihre Bausubstanz hier leidet oder der Wertverfall ihres Hauses, das kriegen wir in den Griff. Wenn wir hier durch sind, dann hat ihr Haus wieder den Wert, wie es haben sollte. Ja. Mehr brauchte der gar nicht sagen. Den Kunden hat gar nicht interessiert, was wir da alles für Probleme für den völlig wurscht, ja. Das ist ihm völlig egal. Probleme hatte ich genug, ja. Ich gehe jetzt zu jemandem, weil ich eben
eine Lösung haben möchte. Und übrigens, diese Taktik hat IBM in den 80er Jahren sehr erfolgreich angewandt. FUD wurde es genannt, FUD. Fear, Uncertainty and Doubt. Ja? Sie haben also gesagt, wenn Sie mit anderen, mit kleineren, diesen neuen Computerfirmen arbeiten, was haben Sie alles für Probleme? Sie haben dieses Problem, das Problem, jenes Problem, wenn Sie zu IBM kommen. Also noch nie wurde jemand gefeuert, der IBM gewählt hat. Ja? Und mit allein diese Taktik, also dem Kunden die Angst zu nehmen, also die haben es ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich ist es eine wirksame Taktik. Inwiefern übertrieben? Was haben die da gemacht? Ich glaube, die haben vom Kartellamt dann tatsächlich, weil sie praktisch ihre große Stellung so ausgenutzt haben damit, auf die Spitze getrieben wurde es dann von Microsoft, die Fehlermeldungen eingebaut haben, wenn man mit einer anderen Software gearbeitet hat, die nicht von Microsoft war. Das waren extra Fehlermeldungen, obwohl es gar kein Fehler war. Und die haben dann tatsächlich eine Strafe zahlen müssen. Aber das Prinzip ist aber schon, ist tatsächlich wirksam. Ja, man muss natürlich in Maßen machen, aber wenn ich verstehe, dass es gar nicht darum geht, dass ich der Beste bin in der Wahrnehmung des anderen, sondern dass ich am wenigsten gefürchtet werde. Ja? Mhm. Wenn ich also nicht die beste Wahl bin, sondern wenn ich alles eliminiere, mir überlege, was spricht gegen mich? Oder was spricht gegen mich? Was ist die Angst des Kunden? Und das eliminiere ich im Gespräch. Wenn ich das verstehe, dann ändert sich alles. Mhm. Dann werde ich mich wirklich überzeugend. Und das ist der Punkt. Und das ist der entscheidende Punkt bei überzeugt, also einer der wichtigen Punkte, neben vielen, vielen anderen, wie zum Beispiel, wie ich Nonverbales mache, wie ich spreche, dass ich als kompetent wahrgenommen werde, wie ich den Halo-Effekt nutze, wie ich gute Nachrichten optimal überbringe, wie ich schlechte Nachrichten so überbringe, dass ich am wenigsten Schaden davon trage. Denn es gibt ja immer wieder Leute oder Unternehmen, die mit wahnsinnig schlechten Nachrichten irgendwie davon kommen. Und dann gibt es andere, die sind danach fix und fertig, obwohl die Nachricht gar nicht so schlecht war. Mhm. Das ist die Frage, wie, warum? Und dem gehe ich da auf den Grund. Was ist denn so nonverbal? Was gibst du denn da für Tipps? Was muss ich denn da machen, um kompetent dazustehen? Nonverbal? Naja, also da gibt es sehr viel, was die Körpersprache angeht, von wie ich sitze, wie ich stehe, in welchem Winkel ich zu Menschen stehe, wie weit ich zu jemandem entfernt stehe zum Beispiel, ist ganz entscheidend für die wahrgenommene Kompetenz. Ja? Das sind Forschungsergebnisse der letzten 40 Jahre und ich habe das, bin da wirklich fast 1000 Studien, ich habe es mal gezählt, ich glaube 700, 800 Studien, die hinten in der Bibliografie sind, und habe das systematisiert und überlegt, wie stehe ich, wie sitze ich, wie gehe ich, wie rede ich, wie laut, wie leise, wie schnell, wie langsam, welche Wortwahl. Ja? Und im Prinzip sind das wie mosaikartig zusammengesetzt aus Tausenden von Stunden von Forschern, die dankenswerterweise, muss man einfach sagen, daran gearbeitet haben. Und wenn ich mir das jetzt alles reingepfiffen habe, dann bin ich doch nicht mehr ich selbst. Und dann wirkt das dann nicht irgendwie dann total unlocker. Jetzt überlege ich mir, jetzt muss ich 1,50 Meter von ihm wegstehen, so leicht die linke Schulter nach vorne und langsam reden und nicht zu laut. Und das irgendwie das Natürliche geht dann noch ein bisschen verloren, oder? Naja, also ich würde nicht sagen, dass das den Charakter ändert. Also weil ich jetzt von jemandem, einfach nur zu wissen, was die optimale Distanz ist, verändert ja meinen Charakter nicht. Ne? Ja. Also wenn mir Sachen zuwider sind, dann mache ich es nicht. Also zum Beispiel die optimale Sitzhaltung, das ignoriere ich. Es gibt zwar eine, die ich auch beschrieben habe, das mache ich nicht, das fühlt sich bei mir einfach schlecht an. Ja? Mhm. Aber das zu wissen und dann eben gegebenenfalls umzusetzen und sehr, sehr viele Sachen sind so einfach und es sind so klein, wirklich Kleinigkeiten, wie ich mich zum Beispiel, wenn es einen Tisch gibt, dass ich mich immer an das Kopfende des Tisches setze, wenn man sagt, das könnte anmaßend sein. Nein, aber derjenige, der sich ans Kopfende vom Tisch setzt, wird als Führungspersönlichkeit wahrgenommen, als vertrauenswürdiger und als glaubwürdiger. Aber nur, wenn er den Platz auch wählt. Nicht, wenn da Platzkarten sind oder jemand ihn da hinsetzt, sondern wenn man sich selber auf diesen Platz setzt. Solche Sachen verändern den Charakter nicht. Solche Sachen aber zu wissen und in dem richtigen Moment eben anzuwenden, ohne weiteres, ist sehr, sehr wirksam. Aber es ist wie Autofahren. Ja? Wenn ich Autofahren lerne, denke ich, oh Gott, wie soll ich das alles merken? Schalten, blinken, rechts, links, oh Gott, ja, das mit Blick. Aber es geht dann. Also es ist, und das ist ja viel, viel einfacher noch. Und wenn ich da einfach nur 4, 5 Sachen rausnehme aus diesem ganzen Buch, dann macht das schon einen erheblichen Unterschied. Super. Klasse. Werde ich mir auf jeden Fall jetzt, wie gesagt, es kommt auf meine Liste, da freue ich mich jetzt schon drauf, ne, weil die anderen Bücher, die habe ich wirklich auch verschlungen. Jetzt bist du ja auch Unternehmer. Oder würdest du dich nicht als Unternehmer bezeichnen? Doch, ne? Doch, auf jeden Fall. Ja, ich bin sowieso Unternehmer, denn auch wenn, weißt du, als Autor,
als wenn ich Vorträge oder Seminare gebe, dann ist man eigentlich Unternehmer, ganz klar. Weil als Autor ist ja auch nicht, dass die ganze Welt jetzt auf ein Buch von dir wartet, jedenfalls nicht am Anfang, also jetzt immer noch nicht die ganze Welt, aber jetzt werde ich natürlich schon gefragt von Verlagen und so weiter, aber Anfang musst du da, habe ich auch mein durchschautes Buch, habe ich über Xing, bin ich an die Verlage herangetreten, ja, und habe dann geguckt und die Verträge und nichts anderes. Das ist absolut Unternehmertum. Alles, was ich mache, mache ich ja sozusagen um mein Unternehmen. Jetzt habe ich eben das Nescher Verhandlungsinstitut. Das ist auch ein Unternehmen, ganz klare Sache, ja. Wie würdest du denn sagen, was deine Einkünfte, sind das hauptsächlich jetzt über dein Coaching oder dein Training oder ist das die Professur oder? Ja, also Coaching mache ich nicht. Coaching ist jetzt praktisch One-on-One. Also ich mache Verhandlungsberatung. Ich bin dann eher so als Advisor, würde man sagen, weil ich auch nicht bei der Umsetzung unbedingt dabei bin. Also ich bin selten in Verhandlungen selbst mit, ab und zu schon, aber relativ selten, deswegen eher als Advisor. Aber ehrlich gesagt, also wenn ich jetzt praktisch die Professur ist fast ehrenamtlich sozusagen. Ich würde man fast nicht merken, wenn es mal nicht überwiesen wird im Monat. Das ist praktisch nicht, nein, das ist nicht das Relevante, aber ich bin natürlich auch anderweitig noch aktiv. Also ich bin eigentlich bei Private Equity Unternehmen, ich fördere Startups, bin hier und da noch mit anderen Projekten, weil ich bin ja Verhandler. Ja, und wenn ich das, ich tue auch, was ich predige. Ja. Sammy Beckett hat mal gesagt, wer kann, tut, wer nicht kann, lehrt. Und so will ich nicht enden. Ja. Ich möchte das, was ich sage, auch machen. Ja. Und es wäre albern, wenn ich so toll verhandeln könnte. Ja. Warum mache ich es dann nicht selber? Ja. Insofern will ich, und ich habe auch übrigens gemerkt, letztes Jahr habe ich zu viele Trainings gegeben. Ich habe dann aufgehört. Ich habe viele abgesagt, weil ich gesagt habe, ich muss viel mehr verhandeln, sonst bin ich nicht mehr glaubwürdig. Und habe dann viel mehr Verhandlungsberatung gemacht und habe auch in eigener Sache sehr viel gemacht, um mitten in the field sozusagen zu sein. Und das ist eben mein Anspruch. Ne? Ich lese jedes Buch, was zu dem Thema rauskommt, ob es von den Harvard-Leuten ist, die immer noch relativ viel publizieren. Ich habe jetzt an UCLA einen Kollegen getroffen, den Vizedekan, der auch ein sehr guter Verhandlungsexperte ist, also ein Lawyer und Law School Dean. Und da bin ich wirklich immer ganz vorne dabei. Ich bin auf jeder wichtigen Konferenz auf der Welt zum Thema Verhandeln, halte da Vorträge, forsche selbst und bin aber im Feld. Ja? Und das ist für mich das Entscheidende, dass ich das wirklich mache. Ja? Und zwar auf allen Seiten und auch selber. Okay, also du bist jetzt ja auch Unternehmer und ich meine, ich bin auch schon lange Unternehmer und jeder, der hier zuhört, der Unternehmer ist, weiß, es ist nicht nur auf, es geht auch oftmals bergab. Und wo hast du dir denn als Unternehmer in Verhandlungen mal so eine richtige blutige Nase geholt und was war sozusagen deine größte Niederlage da und was hast du daraus gelernt? Ja, also eine große Niederlage war zum Beispiel mal beim Immobilienprojekt. Wir haben da was gekauft, immerhin im siebenstelligen Bereich im Rhein-Main-Gebiet und der Verkäufer war älterer Herr, also sah eigentlich fast schon trottelig aus, er hatte einen Pulli falsch rum an, das Schild hing hinten raus und wir dachten, oh Gott, hoffentlich macht er noch mit bis zum Notartermin, ne? Und dann zwei Wochen nach Kauf kam raus, dass die ganze Heizung, alle Kessel waren völlig durchgerostet, die sind fast zerbröselt bei der Entsorgung und das wusste der genau. Ja, weil der hatte eine Sanitärfirma und da hat uns der Bastard, kann man nicht anders sagen, wirklich aufs Kreuz gelegt. Ja. Sowas passiert halt leider schon mal. Gerade wenn jemand unbedrohlich aussieht, dann geht man dem auf den Leim. Ja. Aber gut, sowas passiert einmal, zweimal oder zweimal im schlimmsten Fall und dann halt nicht mehr. Das war eine große Sache. Ja, was nimmst du davon weg? Was war dein Learning und was können wir daraus, was kann die produktiv in digitalen Zeiten Community daraus lernen? Besser vorbereiten. Nee, nicht besser vorbereiten, sondern alle Techniken, die ich anwende, immer anwenden. Auch wenn ich da einen alten, scheinbar trotteligen Mann sehe, der aber extra so war, weil der, wie gesagt, genau wusste, was da war. Und ich bin da zu naiv einfach gewesen. Ja? Und das darf mir nicht mehr passieren. Ich muss die Techniken, die ich anwende, immer anwenden. Ja, egal, wer da vor mir ist. Und das ist das Entscheidende. Okay, nicht vom äußerlichen Erscheinungsbild so leicht trottelig dann irgendwie blenden lassen. Ne? Vielleicht ist das ja sogar ganz bewusst gewählt. Ja, eben. Und, ja, hundertprozentig. Und das ist eine Technik tatsächlich. Ich habe mich da ein bisschen damit auseinandergesetzt. Es ist also wirklich eine Technik, unbedrohlich auszusehen, trottelig auszusehen, die ich immer wieder beobachte, auch bei sehr, sehr guten Verhandlern, bei Wirtschaftsanwälten, die da wirklich in der Verhandlung sagen, boah, ich raff's nicht, erklären Sie wie einem Fünfjährigen, ich kapiere es sonst nicht und so weiter. Und da wird man eben weniger vorsichtig und lässt sich wirklich linken. Also da muss man einfach aufpassen.
super. Also das habe ich noch nie gehört, aber das ist echt super interessant. Jetzt bist du, hast du ja viele, tanzt auf vielen Hochzeiten, hast viele Hüte auf. Wie organisierst du dich und dein Leben denn? Welche Selbstmanagement-Tools nutzt du? Für Outlook, meine E-Mails, ja, hatte ich auch lange nicht. Ich hatte tatsächlich ein paar Jahre gar keinen Laptop. Aber nee, ich habe also ja halt ein Handy, aber ich muss auch sagen, das Handy geht mir auch auf die Nerven, das Smartphone. Ich will mir jetzt vielleicht so ein altes Nokia-Ding kaufen, weil man ist echt die ganze Zeit da dran. Ja? Also da muss ich echt auch noch irgendwie lernen, einem abzuschalten, weil man ist wirklich die ganze Zeit irgendwie wie so ein Bogen, der ständig gespannt ist. Ne? Und das ist auch nicht gut. Ja? Auf keinen Fall. Also da musst du mir auf jeden Fall deine Blogs nochmal anhören, durchlesen und echt mir ein paar Tipps holen. Ja, also ich kann dann, das Erste, was ich gemacht habe, ist jetzt ein halbes Jahr her, oder das Erste, also was ich jetzt vor einem halben Jahr oder so gemacht habe, ich habe erstmal meine E-Mail-App runtergeschmissen vom Smartphone und ich vermisse die auch nicht. Ne? Was man früher dann zwischendurch nochmal eben, ne, ach, guck doch nochmal eben rein, wer hat doch nochmal geschrieben, kann ich gar nicht mehr mit meinem Smartphone, ist keine E-Mail-App mehr drauf. Ne? Ja, das ist im Prinzip gut. Ich habe auch mit so Freedom und so weiter experimentiert. Das Problem ist nur, was machst du, wenn deine Freundin mal im Restaurant eine halbe Stunde im Bad ist? Ja, warum auch immer. Was machst du dann? Ja? Kannst du immerhin ein paar E-Mails schreiben, weil sonst, irgendwie Spiegel Online ist auch irgendwann ausgelesen. Ne? Aber es ist schon richtig, ich lerne auch. Also ich verbessere mich da, ich unterrichte auch einen Kurs über im Prinzip Managing Yourself, aber da geht es eher um Produktivität, das kann ich. Und ich bin da, ich probiere selber immer 1000 Sachen aus, 1000 Apps aus und so weiter und bin echt, also ich bin da einfach ein Learner. Ja, das kommt mir auch nicht natürlich, sondern ich muss mir das wirklich auch aneignen. Aber es gibt ja immer mehr Tools und so weiter. Nur ich habe gerade gesehen, dass Nokia so ein altes Handy neu aufgelegt hat. Das fand ich ganz witzig. Okay. Wie stellst du dich und dein Unternehmen denn in Zeiten des digitalen Wandels auf? Ne? Was machst du da in der Unternehmensführung, im Marketing, Produkte vielleicht sogar? Was hast du dir darüber schon Gedanken gemacht? Naja, ich habe jetzt eine Online-Academy, wo im Prinzip alle meine Seminare tatsächlich abgefilmt sind. Also da sind alle meine Inhalte. Ne? Da ist wirklich alles. Also mein Lügenseminar, was es so nicht mehr gibt, was ich nicht mehr halte, auch aus Zeitgründen. Mein Verhandlungsseminar, mein Überzeugt-Seminar. Und das ist alles in der Online-Academy mit dem Gedanken, dass ich zu Hause sitze, Netflix gucke und dabei Geld verdiene. Das war so der ursprüngliche Gedanke. Mhm. Und die Sache ist aber, das ist ziemlich viel Arbeit. Man muss ja immer was Neues auch machen und so weiter. Aber das macht eigentlich Spaß. Hier kriege ich halt kein so direktes Feedback, aber ich höre immer mehr von Leuten, die dadurch gelernt haben. Und das Gute ist, die können halt auch zurück. Also es hat schon viele, viele Vorteile, ne? Dass eben selber darauf, auf diese Jack Nash Academy sozusagen, wie es heißt, darauf selbst einfach zuzugreifen, wann man Lust hat. Ne? Das ist schon eine feine Sache. Wie vermarktest du das? Ich vermarkte es ja einfach über Facebook, aber ich denke immer, meine Bücher sind eigentlich die beste Werbung. Ja? Ich habe das Glück, oder was heißt Glück? Also ich gebe mir auch schon Mühe, das kommt ja nicht irgendwie, ist ja kein Gottesgeschenk, dass ich halt echt viele Leser habe. Also gerade Deal, was du gesagt hast, oder auch Durchschaut, hat sich hunderttausende Male verkauft. Und Deal ist seit Erscheinen Nummer eins, was Verhandeln angeht. Das ist mehr als Harvard-Konzert, mehr als alles. Auch in China, Korea. Und das ist schon schön. Und dadurch kriege ich immer eigentlich Traffic. Ja? Und die Bücher sind auch so geschrieben, dass sie nicht dass sie auch in 10 Jahren, also ich habe ein Deutsch gewählt und ich denke, ich hoffe, es ist mir gelungen, das sehr elegant ist und sehr zeitlos ist. Klingt jetzt ein bisschen prätentiös, aber ein Deutsch, was nicht in 5 Jahren, also was kein Straßendeutsch ist und was auch nicht in kein Modedeutsch. Worte wie zeitnah kommen nicht vor, sondern Worte wie bald. Ja? Solche Kleinigkeiten. Aber ich denke, dass diese Zeitlosigkeit auch anhand der Beispiele ein Grund dafür sind. Ja? Und dafür, dass es halt unheimlich viel Content ist. Ich garantiere dir, wenn du versuchst, das Buch zu kürzen, ja, und sagst, ich streiche nur das Wichtigste an, dann wirst du wenig kürzen können. Das hat mir gerade einer gesagt, der hat alles unterstrichen, was wichtig ist. Er hat gesagt, er hat noch nie in seinem Leben ein Buch gelesen, wo er so viel unterstrichen hat. Gut, also wirkt dann ist dein wichtigstes Marketing-Tool sind deine Bücher, das kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist auch, sind ja auch sehr gut. Bevor wir zu den Abschlussfragen kommen, ganz kurz wollen wir uns noch bei unseren Sponsoren bedanken. Unbedingt. Die heutige Folge wird präsentiert von der Lars Bobach Online Marketing AG. Wir sind die Online-Marketing-Agentur für kleine und mittelständische Unternehmen. Wir sorgen bei unseren mittlerweile über 100 Kunden für eine größere Sichtbarkeit im Internet und dadurch mehr Interessenten und vor allen Dingen mehr Kunden.
Und das alles ganz transparent, absolut nachvollziehbar und vor allen Dingen messbar. Nicht umsonst heißt nämlich unser Slogan ja, Ziele definieren, Ziele erreichen. Dabei setzen wir auf das Rückenfrei-Prinzip. Das heißt, wir machen zu Anfang einmalig mit unserem Kunden einen gemeinsamen Online-Marketing-Workshop und danach kümmern wir uns um den kompletten Rest. Also wir besorgen die Kunden und ihr müsst euch nur noch um euer Geschäft kümmern. Alle Infos dazu findet ihr unter lb-om.de. Okay, sind wir wieder zurück. Jack, was ist denn dein wichtigster Produktivitätstipp? Früh aufstehen. Wann stehst du auf? Ja, es kommt immer darauf an, wo ich bin, wie lange und so weiter. Aber ich merke, wenn ich früh aufstehe, dann fühlt man sich einfach on top of the world. Wenn du früh aufstehst, machst du ein bisschen Morgensport. Heute Morgen war ich laufen zum Beispiel. Und dann schönes in Café überlegen, was ich heute mache, ein bisschen was lesen. Das ist, also für mich, ich kann ja nicht für alle sprechen, aber ist für mich der größte Produktivitätstipp. Wann bist du denn heute Morgen aufgestanden? Eine Uhrzeit? 7.40 Uhr. Das ist für dich früh aufstehen? Das ist für mich sehr früh aufstehen, ja. Alles klar. Außergewöhnlich früh. Also so früh, dass ich sogar erwähnenswert finde in deinem Blog, ja. Alles klar. Was machst du als Unternehmer, um abzuschalten? Also für mich gibt es nichts Entspannenderes, als in einem Whirlpool mit einer schönen Aussicht zu liegen. Nun ist das nicht so leicht, weil auch in schönen Hotels sind die Whirlpools komischerweise oft irgendwo im Keller oder da ist eine Wand davor. Ich verstehe das nicht. Also Whirlpool mit Aussicht, sehr selten, ist für mich das Beste. Und das danach kommt direkt im Bett liegen und Netflix gucken und was essen dabei. Ja, am besten indisch, da kann ich richtig entspannen. Jetzt kommt übrigens gerade House of Cards, ne, die neue Staffel. Das sind schon mal gute Nachrichten für mich. Okay. Auf welche drei digitalen Gadgets kannst du nicht mehr verzichten? Dein Smartphone wird ja nicht dazu gehören, nach dem, was du eben gesagt hast. Ja, das ist die Frage. Ne? Habe ich auch gehört, das Wort Smartphone ist eigentlich blödsinnig, weil es gibt ja nur noch Smartphones. Man müsste eigentlich andere Telefone Dumbphones nennen. Ne? Kleiner Paradigmenwechsel hier. Aber mein Laptop, weil ich muss einfach meine Sachen immer aufschreiben. Mein Fernseher. In Verbindung mit Netflix. Da haben wir ja praktisch schon drei Sachen mit Sonos und Netflix, dass ich bei diese Shared Economy, ich brauche keine DVDs, ich brauche keine CD-Sammlungen, sondern ich habe immer alles. Und das ist irgendwie ein schönes Gefühl. Auch wenn man wenig davon nutzt, aber ich finde das Gefühl sehr nett. Welche App oder welchen Internetdienst kannst du der produktiv in digitalen Zeiten Community empfehlen? Jetzt sag nicht Netflix. Ja, ich kann leider, das ist nicht meine Expertise, dass ich hier wirklich was Originelles empfehlen kann. Ich kann ja, tatsächlich ist für mich einfach Outlook sehr, sehr, ja, also sorry. Aber da ja, bin ist ich doch nicht, alles gut. Ist doch gut. Ist doch gut. Welches Buch hat dich denn als Unternehmer und Mensch am meisten geprägt? Eigentlich Cialdini, Influence, fand ich sehr gut, über Einfluss. Weil da hat er eben Wissenschaftlichkeit und Praxis sehr schön verknüpft. Ich habe mit ihm mal einen Vortrag gehalten in Warschau und auch ein super Typ. Und ich fand einfach seinen Ansatz, also dass Wissenschaftlichkeit und Praxis müssen sich eben überhaupt nicht ausschließen, sondern das ist eine perfekte Symbiose. Weil wenn manche Praktiker sagen, ach, das Wissenschaftliche ist mir egal. Aber das ist ja Quatsch, weil Wissenschaft heißt ja nur, dass ich mir das mit 100 Leuten angucke und immer Buch führe, genau wie die Leute reagiert haben. Ja? Und darauf zu verzichten, ist blöd. Aber genauso ist natürlich die Praxis wichtig. Sie muss praktisch dienen als Sporen wie als Zügel für die Wissenschaft. Ja? Dass ich nie zu weit übers Ziel hinaus schieße, aber schon eben genau in die richtige Richtung galoppiere. Okay. Welches denn der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Jeder ist seines Glückes Schmied. Ja. Das ist für mich der beste Ratschlag, denn also Leute, die immer jammern über irgendwelche Umstände und immer wieder über die gleichen Sachen vor allem, also das geht einem wirklich auf den Nerven. Und es gibt diesen Spruch, love it, leave it or change it. Mhm. Und das finde ich super. Das sagt eigentlich alles aus. Das ist ein schönes Abschlusswort. Jetzt zum Schluss noch, danke erstmal bis hierhin. Wie kann denn die Produktiv in digitalen Zeiten Community mit dir in Kontakt treten? Wo finden wir alle deine Infos, diese Jack Nasher Academy und alles? Wo gibt es denn das? Das gibt es auf meiner Facebook-Seite. Da ist eigentlich ja das Aktuellste. Und also genau, auf Facebook einfach Jack Nasher, da ist eine offizielle Seite, Person des öffentlichen Lebens. Ja, aber es gibt keine bessere Rubrik. Aber da sind tatsächlich immer mal wieder was Aktuelles, auch ein nettes Sprüchlein und alles, was man eben wissen
muss, natürlich, selbstverständlich. Und auch, wie man da, wo deine Seminare stattfinden, wo die sind und wie man mit dir in Kontakt treten kann. Wunderbar. Werden wir auf jeden Fall verlinken zu dem Artikel. Dann, Jack, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Hat tierisch Spaß gemacht, sehr, sehr viel Input. Ne? Also du hast da wirklich auf jeden Fall den Spannungsbogen so auf jeden Fall gehalten, dass wir alle jetzt die Bücher kaufen werden müssen. Also. Wir hoffen, ja. Ich muss gleich dann Amazon checken, ob auch die Verkaufszahlen sich ändern. Auf jeden Fall. Ja, also vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Fragen. Ja, ich habe zu danken und dann sage ich mal auf bald und euch viel Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Tschüss. Willst du dich und dein Team besser organisieren? Dann hole dir doch Lars' dreiteiligen und kostenlosen Videokurs, wie du dich und dein Team digital organisierst. Lars stellt dort die wichtigsten Tools zum Selbstmanagement, zur digitalen Ablage und der Teamkollaboration vor und gibt ganz konkrete Anwendungsbeispiele. Alle